Okay, ich bin bereit. Guten Abend. Ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einie. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Doc, Sie haben Einstein aufgelöst. Beruhige dich, Marty. Ich habe gar nichts aufgelöst. Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt. Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen unverkennbar Back to the Future, the Game, oder Zurück in die Zukunft, das Spiel. Ja, Leute, Zurück in die Zukunft. Wer kennt die Trilogie, die Filmtrilogie von Robert Zemeckis eigentlich nicht? Ja, mit Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Dr. Emmett Brown in der Hauptrolle. Und ich dachte mir, wir haben ja das Jahr 2015. Und das Jahr 2015 spielt hier eine signifikante Rolle innerhalb der Zurück in die Zukunft-Trilogie. Ja? Zum Beispiel spielt nämlich der zweite Film im Jahr 2015. Ja? Und wie gesagt, am 21. Oktober wäre es soweit, ja, dass sich das Jubiläum endlich jährt. Ne? Aber bis dahin spielen wir ein bisschen das Spiel hier. Das ist ein Episodenspiel von Telltale Games, auch schon ein bisschen was älter. Ja? Aber wir spielen das trotzdem und ich habe da Bock drauf. Es ist ein Abenteuerspiel. Ihr seht, wir sind Marty. Ja? Und das Zeitexperiment hat nicht so funktioniert, wie Doc sich das vorgestellt hatte. Und wir müssen jetzt Docs Notizbuch organisieren. Die Steuerung ist hier ein bisschen tricky. Ich habe es auch noch gar nicht angehabt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier mit euch spiele. Ja, weil ich habe es natürlich angehabt, um die Einstellungen ein bisschen zu testen. Aber jetzt schauen wir mal. Halte die linke Maustaste gedrückt, ziehe Marty dann in die Richtung, in die er laufen soll. Ja, gut. Und das geht eigentlich. Wähle jetzt den Werkzeugkasten aus, um nach dem Notizbuch zu suchen. Okay, das geht ja doch eigentlich recht gut. Bewege den Zeiger über den Werkzeugkasten. Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ja. Ist es!
Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Wären die Konsequenzen katastrophal. Wow, Déjà-vu. Das berühmte Hill Valley Gewitter. Also ihr seht, Doc? Ist zwar ein geiles Abenteuerspiel, bis jetzt, also gefällt mir jetzt schon sehr gut. Großer Gott! Ja, die Zukunft verändert sich. Die Zeit verändert sich. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Und Grafik ist geil, ist natürlich typisch Telltale. Doc! Nein, scheiße! Wir haben Doc aufgelöst! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Alter Schwede, ich glaube, wir haben ein tierisches Problem. Doc! Oder war das nur ein Traum? Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Ja, wie immer. Marty ist immer zu spät. Back to the future. The game, Freunde. Also gefällt mir richtig gut. Schreibt so seine eigene Storyline ein bisschen. Gefällt mir echt gut. Docs Werkstatt sieht immer noch so aus wie früher. Episode 1, es ist an der Zeit. Ach, und die Musik. Skript und Design. Ja, also während da die Credits durchlaufen, kann ich euch ja noch ein bisschen mal was erzählen. Ich liebe Zurück in die Zukunft. Ich finde den DeLorean geil ohne Ende. Ja, ich bin mit den Filmen aufgewachsen und es mehren sich ja Gerüchte, dass dieses Jahr zum Jubiläum eventuell der 4. Film rauskommen könnte. Natürlich wahrscheinlich nicht mehr mit Christopher Lloyd und Michael J. Fox, aber eventuell auch ein Reboot, weil das ist ja momentan in Hollywood wirklich so gang und gäbe. Ja. Reboots zu machen von tollen Filmserien. Ich glaube, Spider-Man erlebt nächstes Jahr schon das 3. Reboot oder so, keine Ahnung. Ja? Und ja, vielleicht wäre ein neuer Zurück in die Zukunft geil, aber bitte mit dem Charme der alten Filme, weil diese alten Filme sind so geil. Ja? Dad, hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hey, Dave. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich schwelge nur in Erinnerung. Ja, Doc kommt ja, nachdem die Zeitmaschine zerstört wurde, nach dem 3. Teil, als er aus dem Wilden Westen zurückkam, natürlich nicht mehr zurück. Also, wir schreiben das Jahr 1986, nicht mehr 85 wie in den Filmen und wähle jetzt Objekte im Labor aus, um sicherzugehen, dass Doc hier nichts Gefährliches vergessen hat. Hundefuttermaschine. Hey, lass mich! Biff, lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Also die Hundefuttermaschine hat funktioniert, das ist offenbar nichts Gefährliches. Der Fernseher wahrscheinlich auch nicht. Uhren, mehr Uhren.
Das ist George McFly, unser Dad. Der Verstärker. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Oh ja. Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Okay. Hey, Dad. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig ja, weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Okay, also... Wir müssen uns das Modell von Hille Valley ansehen. Als erst reden wir noch mit Bild George. Von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nur mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Was macht der überhaupt hier? Was macht Biff hier? Er war kein Freund von Doc. Es ist ein öffentlicher Verkauf, Marty. Jeder kann kommen. Sogar Biff. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge. Aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ja, weil Marty dich das gelehrt hat, Kollege. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge. Ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. So, also wir erzählen George zuerst mal nichts von dem Traum. Wir müssen irgendwie Richtung Modell laufen, wenn ich wüsste, wie man da hinten hinkommt. Und dann gehen wir mal wieder Richtung Uhren. Vielleicht finden wir ja da das Modell irgendwo. Ich frage mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Fast so wie Doc. Ja, wenn ich das Modell finden würde von Hill Valley, würde ich mir das auch gern ansehen. Da hinten. Da ist es. Das Rathausplatzmodell. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Kann ich das Modell mal einen Moment sehen? Ich muss da was rausholen. Was denn? Ein Freispruch vielleicht? Nur ein Scherz. Oh, ha. Im Ernst. Kann ich? Nein, ich glaube, ich behalte es. Ich krieg das Modell. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Ja, das war nur ein Fehler. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Nein, da haben wir wohl einen Fehler gemacht. Wenn du Hilfe dabei brauchst, Docs Notizbuch von Biff zurückzubekommen, klicke auf Hinweise. Hinweis 1. Ziemlich viel Kraft wäre nötig, um Biff das Notizbuch aus der Hand zu schlagen. Ich wette, der riesige Lautsprecher hat ziemlich viel Druck. Eines der Objekte bei diesem Verkauf gehört nicht zu Docs Browns Besitz. Und wie ist Martys Gitarre bei diesem Verkauf gelandet? Okay. Also... Wir brauchen die Gitarre. Warte, einen habe ich noch.
Wo verflucht ist die Gitarre? Da. Hey Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. So, jetzt haben wir Inventar und haben die Gitarre. Wähle jetzt den Verstärker aus, um die Gitarre anzuschließen. Hier ein altbekannter Song. Achtung, Leute, auf geht's. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Okay, dann drehen wir mal auf. Viel Spaß, Leute. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Und los geht's. Hau rein, Beth. Oh, Scheiße. So, das Notizbuch gehört uns. Doc, wo sind sie? Da. Riverside Drive. Der DeLorean. Aber der ist doch kaputt. Naja. Dann schauen wir uns das aber, würde ich sagen. Also ihr wisst ja alle, dass der DeLorean zerstört wurde am Ende vom dritten Teil. Ja? Aber ich muss sagen, sieht echt gut aus, die Kiste. Ja, und da schwelgt man doch in Erinnerungen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, Leute. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Back to the Future the Game. Macht's gut, Freunde. Tschüss, bis dann.